Naja, keine Ahnung. Vielleicht hat das etwas mit diesem Verräter zu tun. Vielleicht wurde das auch. Also diese Rune, die sieht ja schon nicht so aus wie die anderen, wie ihr gesagt habt. Wurde die vielleicht nachträglich angebracht von Ja. jemandem, der diese Mine in Besitz genommen hat später? Ich glaube, dass sie tatsächlich zu den Zwergen gehört, die draußen gehangen haben und jetzt mittlerweile verbrannt sind. Ich glaube, dass sie irgendwie, dass sie diese Mine oder diese Binge unter ihren Schutz genommen haben. Sie haben alles irgendwie vernichtet, was man hier hätte finden können, und haben sich dann nach draußen zurückgezogen. Und das, was Abel mir gefunden hat mit diesem Kristall, ich bin mir nicht ganz sicher, wie man die Züge von Beutax lesen soll, aber es sah so aus, als ob er wüsste, was mit den Kristallen ist. Nun ja. Müsste man mal mit Abel mir sprechen. Ich kenne mich mit Kristallen nicht so sehr gut aus. Ich auch nicht. Ich weiß auch nicht, ob Abel mir sich groß damit auskennt. Aber es wäre vielleicht ein Versuch wert. Allerdings, mir ist auch nicht wohl dabei, großartige Geheimnisse vor Boltax zu hegen. So wie ich ihn bisher kennengelernt habe, verschweigt er eigentlich keine bösartigen Sachen oder grundsätzlich. Also irgendeinen Grund wird er wohl haben. Aber trotzdem ist es natürlich gefährliche Dummheit, uns darüber nicht aufzuklären. Ich unterstelle ihm auch keine Bosheit, sondern eher, dass er nicht möchte, dass wir schlecht von seinem Volk denken. Es gab Also es gibt damals. doch genügend böse Menschen. Wir denken ja auch nicht, dass er von Menschen böse denkt. Was ich auf das. Ich bezog mich auf das Angramm. Als die 49 Stelen damals gefunden worden sind, gab es sogar Streit bei den Zwergen, wie man sie zu interpretieren habe. Und es begab sich sogar dazu, dass sich einige Priester gegenseitig erschlugen und dieses heilige Angramm sogar vielleicht unheimlich. Es könnte ein böses Angramm sein. Aber wie gesagt, deswegen wollte ich ganz gerne ohne ihn sprechen. Und erstmal mit euch, mit dir. Vielleicht sollten wir das erst einmal beobachten und genauer darauf achten, was er sagt. Ich weiß nicht, also mir ist auch nicht wohl dabei, jetzt in dieses Labyrinth an Stollen zu gehen, nachdem diese Warnung angebracht worden ist. Eigentlich wollten wir doch zu einer ganz anderen Binge. Haradolosch, sagte er, oder? Ja, irgendetwas mit A. Aber ich glaube nicht, dass er hierher wollte. Eigentlich haben die Spuren ja. Wer hatte die Spuren gefunden? Du und Abel mir, oder? Ja. Zumindest können wir dann einem anderen Geheimnis auf die Spuren kommen. Wie gesagt, ich glaube nicht, dass er das Böse meint, aber irgendetwas hält er definitiv für uns zurück. Ich werde morgen Ebenstähler. einmal mit ihm sprechen. Gut. Na gut, danke für den Hinweis. Alles nicht so einfach. Das wird eine mehrtägige Reise und da müssen wir uns irgendwo vertrauen, zumindest unserem Führer. Denn ohne ihn wären wir hier, glaube ich, verloren. Ja, das stimmt. Ja, so könnt ihr noch gemeinsam durch die Gaststollen der Trolle laufen und verschiedenste andere Dinge finden, die hier entweder absichtlich oder unabsichtlich zurückgelassen worden sind. Unter anderem so etwas wie eine große Uhr, Schlösser oder Tresore. Allesamt toll groß, aber von Zwergen gefertigt. Also so etwas wie ein Handelspunkt, den man hier wohl mit Zwergen und Trollen aufgebaut hat, die dann von draußen aus den Trollzacken nach unten gehen können, um dann hier von den anderen Zwergen empfangen worden zu sein. Aber das ist sicherlich schon sehr, sehr lange her. So könnt ihr die Nacht oder die Stunden verbringen, denn es wird keine Sonne aufgehen. Irgendwann werdet ihr wach und ein bisschen noch gerädert, habt schlecht geschlafen, also im Steinboden, außer Boltax, der konnte sich natürlich in den Stein kuscheln und der Stein hat ihn dann auch, ja, hat sich an ihn gekuschelt.
Also war unglaublich tolles Gefühl, wenn du dann über dir den Berg spürst, wie er zittert, vibriert, mit dir flüstert und spricht. Und ja, wenn du dann am Morgen aufstehst, hast du wirklich gut geschlafen. Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Ah, ist das nicht fantastisch? Woher wisst ihr, dass morgens ist? Ja, weil morgen ist. Nun, es scheint kein prahles Licht am Himmel. Wir sind Boah, in einer Binge, sagte dir. ja, aber du spürst von oben das drückende Gewicht des ganzen Berges, was auf dir lastet und so ein bisschen deine Brust nach unten drückt. Ganz schön eng hier drin, nicht wahr? Ach, eng, eng. Im Gegenteil. Es ist kuschelig. Wann sind wir durch den Berg durch? Ja, unglücklicherweise schon in 3 Tagen. 4 vielleicht. Ja, können wir das etwas beschleunigen? Nein, nein. Warum seid ihr denn immer so gehetzt? Weil wir nach Wahrung müssen, Boltag. Ja, sag so, du erinnerst dich? Ja, aber also eigentlich, wenn man mal, wir können es richtig machen oder wir können es schnell machen. Beides Mach geht in der Regel nicht. beides. Könnt ihr nicht mal ruhig sein dahin? Es ist noch dunkel draußen. Es ist nicht draußen. Was? Es ist nicht draußen, wir sind drinnen. Oh. Egal, ich will trotzdem schlafen. Seht ihr, Kiaras hat es verstanden. Man muss nicht immer so gehetzt sein. Nun ja, je schneller wir weg sind, desto besser ist es wohl. Ich kann mich mit diesem Stollen nicht besonders anfreunden. Ich schließe mich da Herrn Carreno an. Wir sollten aufbrechen. Er hat eigentlich gesagt, wir sollten liegen bleiben. Ihr missversteht, was ich gesagt habe. Boltax, sagt einmal, Ah. woher wisst ihr denn, dass uns diese Binge durch die Trollzacken führt? Wollten wir nicht eigentlich zu einer anderen Binge? Und ja, wollten wir, aber die Dinge wird uns auch durch die Trollzacken führen. Wisst ihr, ich habe da so ein Gefühl. Und der Berg verläuft ja in den Trollzacken, nicht wahr? Und die Binge verläuft unter dem Berg, also verläuft die Binge unter den Trollzacken. Und wenn wir parallel zu den Trollzacken laufen, dann sind wir noch Jahre unterwegs. Oh ja, ein wunderbares Gefühl. Oh nein, bloß Oh, aber das ist eine nicht. Ich hoffe, ihr kennt den Weg hinaus hier aus diesem Stollen. Herr Boltax, das ist doch kein Scherz. Wir sind doch hier nicht zum Spaß. Nein, das sind wir nicht. Aber warum müsst ihr denn immer so kurzfristig denken? Also schaut erst doch mal von folgender Seite aus an. Wenn wir jetzt erst in 6 Jahren aufbrechen würden, dann hätten wir genau den richtigen Zeitpunkt, um den wahren Namen vom Drachen viel einfacher herauszufinden. Alltags, es reicht. Was denn? Das ist aber wahr. Wir haben etwas vor. Wir werden es so schnell wie möglich durchziehen. Ja, gut, dann beeilen wir uns halt. Ah, Menschen, Du immer wirst noch mit allem jede Menge Zeit sofort. haben, dich deinen Zwergenbingen hinzugeben, wenn die ganze Sache vorbei ist. Dann komme ich gerne mit dir mit und wir sitzen beide ein Jahr lang in Xolash rum oder wo auch immer du hin willst. Ja, wunderbar. Also ihr Aber seid jetzt gerade ist Eile Torxon geboten. und ich in Xorlosch. Aber das ist eine wunderbare Idee. Wir sollten alle mal nach Xorlosch. Boltax, was ist jetzt damit? Diese Binge, führt die wirklich dadurch? Kennt ihr diese Binge? Ich denke, dass diese Binge hier durchführt. Ja, und ich kenne sie nicht. Nein. Was Also genau meint ihr Entschuldigung, mit? aber diese Informationslage ist mir nicht sicher genug. Dann sollten wir umkehren, nach draußen gehen und nach dieser anderen Binge suchen, von der ihr euch sicher seid, Aber dass dieser sie durch Ruf, die Trollzacken führt. riecht ihr das denn nicht? Nein, ich rieche es nicht. Erklärt es mir logisch. Also, aus diesem Stollen, seht ihr den? Da kommt ein Hauch von Schwarztobrien. Wenn ihr es nicht wahrnehmen könnt, ich weiß nicht. Habt ihr keinen Zauber, mit dem ihr das machen könnt? Zufälligerweise habe ich keinen Cantus, der mich nach schwarztobrischer Luft spüren lässt. Ja, dann müsst ihr wohl darauf vertrauen, dass ich recht habe. Und ich habe recht. Also, sie sagt Das ist 3 Tage. Wahnsinn. 3 Tage, bis wir wieder draußen sind, richtig? Ja. Dann sollten wir uns beeilen. Eher 4, wenn ihr langsam lauft. Boltax. Wo geht es lang? Dort. Da, wo es nach Schwarztobrien riecht. Ganz einfach. Kiaras, kommt hoch! Wir müssen los! Na gut, na gut. Ob es hier auch noch Höhlentrolle gibt?
Das ja, denkt ihr wohl, Isarum. Sind wir nun... Ja, und das hier wurde für Trolle gebaut. Sind wir mittlerweile näher an Schwarz-Tobrien oder immer noch näher an Perikum? Ja, an Perikum würde ich sagen, aber mit schnellem Schritt. Wie ihr es ja so wichtig seht, oh, da sind wir nun näher an Schwarz-Tobrien, ich sage es euch. Gut. So könnt ihr eure Pferde vor den Streitwagen binden, sie noch einmal füttern. Die Pferde sind tatsächlich etwas beunruhigt, wenn sie über sich den Stollen spüren, den Berg, also Schwarz-Tobrien. Vielleicht auch sogar wittern, so wie Boltax das tut. Aber ihr könnt im vollen Galopp, zumindest könntet ihr das, wenn ihr wolltet, könntet ihr auf den großen Straßen entlangfahren, die nicht wirklich aufgeräumt sind. Immer mal wieder gibt es ein bisschen Schutt, ein bisschen Abraum, der hier noch rumliegt. Es ist keine Reichsstraße, aber sie ist definitiv sehr breit und unglaublich hoch. Immer mal wieder einige Runen in Angramm, die Boltax im Vorbeifahren lesen könnte, wenn er dann auf diesem Streitwagen steht. Vielleicht kennt ihr ja schon, wenn er sich dann einmal nach drüben lehnt, ein bisschen lacht und auf einige Runen deutet, so wie er es dann schon im Schlund getan hat. Vielleicht fängt er auch an, ein kleines Liedchen zu singen währenddessen, was er wohl auch abliest. Schaut mal, hier ist ein Marschlied. Ah. Halt ihr das für eine gute Idee? Ich krieg jetzt schon Kopfschmerzen. Was denn? Boltax, wirklich. Hier wurde alles versiegelt wegen dieses Verräters im kalten Fels oder so. Was ist, wenn der immer noch hier ist? Oh, es ist ja nicht so, als würde ich singen. Ich weise euch nur auf die kulturellen Besonderheiten der Zwerge hin. Und ihr tretet diese Besonderheiten mit. Hier, Pam. Das schallt doch ohne Ende. Lasst uns hoffen, dass unsere Gegenwart unbemerkt bleibt. Ja. Während ihr weiterfahrt, könnt ihr sehen, wie sich irgendwann der Stollen komplett auflöst und sich eine riesige Kaverne öffnet, was Boltax dann als Sohle eines Bergwerkes ausmachen kann. Also hier werdet ihr tatsächlich dann auf die Ausgrabungen der Zwerge stoßen. Ihr könnt riesige Kräne erkennen, die hier aufgebaut worden sind. Schon mittlerweile sehr vermodert, aber sie ragen immer noch in die Höhe und sind noch nicht zusammengebrochen. Neben den Krähen auch weitere Aufzüge, die ebenso riesig groß sind. Und ihr dürft gerne mal alle auf Goldgier würfeln, wenn ihr sowas haben würdet. Zumindest werdet ihr die Pferde unabhängig von euren Würfen einmal abhalten, kurz die Zügel loslassen und auf die riesigen glitzernden Mengen von Silber blicken können, die hier aufgebahrt worden sind zwischen den Flaschenzügen, den Umlenkrollen, den Gegengewichten, irgendwelchen Hebelkonstruktionen. Und ihr könnt auch tatsächlich die andere Seite des Bergwerkes nicht erkennen, so riesig, wie groß das hier ist. Also von so etwas wie einem Dach könnte man hier nicht sprechen. Man könnte unter einem schwarzen Himmel stehen. Wow, das ist ein wahrer Schatz hier unten. Oh, wir sollten uns das auf jeden Fall angucken. Auf jeden Fall. Würdet ihr mir helfen, den Stein da vorne in meinen Rucksack zu laden? Der sieht doch gar verzüglich aus. Natürlich. Wie viel Platz haben wir auf dem Wagen? Oh, ich will sehen, was das für ein Stein ist. Lasst mich sehen. Oh, 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 oh. Ah, das. Ich tausche einen entnervten Blick mit Isarun. Ja, kriegst du zurück. Ebenfalls entnervt. Haben wir dafür wirklich Zeit? Ja, seht euch diesen Stein an. Ist cool. Der nicht? Die sind dafür hübscher. Boah. Interessante Konstruktion. Oh, Carino, fasst mal mit an, der ist gar etwas schwer. Was ist denn das für ein Stein, den wir da gefunden haben? Oder ist das einfach nur irgendein Stein? Ich würde nach dem größten Silberstein Ausschau halten, den ich finden kann. Ja, also bei Eldern und bei Kieras ist es definitiv die Goldgier, die in ihren Augen glänzt. Und bei Boltax wohl eher die Neugier. Das ist wohl ein ziemlich großes Stück schwarzer Stein, wohl aus den Trollzacken, klar, die über euch klaffen, mit großen, gesprenkelten Silbereinschlüssen darin. Irgendjemand von euch darf mir mal ein Plus oder Minus geben. Ich bin für Boltax, der macht das schon. Ja, es ist ein Stein mit Silbereinschlüssen darin. Das Grobe, ja, hast du sowas zum Einschätzen von Werten? Ich hab Schätzen. Schätzen, ne? Das ist auch. Würde ich auch würfeln. Handel oder Schätzen, genau. Handel kann ich sie auch werfen.
Ja, schätzen reicht, schätzen nehme ich. Das Ding, also dieser Klumpen wird so wie er ist in der Rohform nicht so viel wert sein. Wenn man dann allerdings das Silber da rausschmelzen lässt, also das Ding ist sicherlich ziemlich schwer. Also du brauchst da auch Boltax und Habel mir nicht. Aber Eldan Gorbas muss da auch tatsächlich mit tragen helfen. Und dann wird das sicherlich 50 Dukaten wert sein, diese eine Brocken. Liegt da einfach so rum. Also. Sag Boltax, was meinst du, ob man hier einen dieser alten Schmelzen anschmeißen könnte? Ja, sicherlich. Natürlich. Ja, so ein Quatsch zur Zeit. Ich wäre auch. Das ist ein wahrer Schatz, der hier unten liegt. Alleine dieser Brocken dürfte dutzende Dukaten wert sein. Ja, und der kulturelle Wert dieses. Stellt euch nur alles vor, was wir damit finanzieren könnten. Ja, aber mir ist ein bisschen enttäuscht. Man könnte hier natürlich noch eine ganze Menge an Konstruktionen dann mitbekommen, aber so vermodert wie das ist, du blickst mal auf so ein paar Stahlseile, die hier von links nach rechts runterhängen, könnte man sicherlich noch was erfahren, aber es läuft alles nicht und die großen Lasten, die hier mal transportiert worden sind, alles zu alt. Und was genau, Kiaras, möchtet ihr in Wahrung davon finanzieren? Nicht in Wahrung, aber stell dir mal vor, wie viele Schiffe man von all diesem Silber kaufen könnte. Nun, dann schlage ich vor, ihr behaltet es im Kopf und wir stellen eine Expedition auf, wenn wir wieder zu Hause sind und unsere derzeitigen Probleme gelöst haben. Denn jetzt gerade haben wir einen Wagen voller toter Zwerge und nicht viel Platz mehr darauf, um noch irgendwelche schweren Steine mit uns herumzuschleppen. Ich weiß nicht. Ja, habt ihr etwas Höhlenhalluzination, Jala? Nee, hatten wir sie nicht befeuert? Naja, genau. Beerdigt. Trotzdem haben wir keine Zeit für sowas. Wenn ihr einfach mit anpacken würdet, wäre der Stein schon lange aufgeladen. Nun kommt. Jeder darf sich jetzt so viel zusammentragen, wie er tragen kann, und dann gehen wir. Ich glaube, ihr habt alle etwas zu viel geraucht. Wir nehmen jetzt hier keine blöden Steine mit. Wo kommen wir denn da hin? Wir haben schon genug in unserem Karren. Was, wenn wir da irgendwie durch irgendwelche engen Stellen gehen müssen und alles abladen müssen? Ich schlepp nicht eure beknackten Steine mit. Ihr lasst die hier. Oh, ich nehme auf jeden Fall einen Erinnerungsstein mit. Macht sich wunderbar in meiner Sammlung. Boltax, jetzt hört endlich auf zu widersprechen. Wir haben ja eine Mission. Wir sind hier nicht auf einem Spaziergang. Nun, warum seht ihr das denn so kritisch und so... Boltax, Schluss damit. Tut, was Iserun sagt. Was denn? Nein. Aus. Auf den Wegen. Auf den Wagen steigen. Was ist unser Feind hier? Der Drache. Nicht irgendein Drache. Wir können keine Zeit damit verschwenden, irgendwelche blöden Steine einzusammeln. Leg den Kack hin. Nein, werde ich nicht. Werde mir einen Erinnerungsstein mitnehmen. Und wir gehen jetzt weiter. Dann kommt er eben nach. Na gut. Wir gehen dahin, wo es stinkt. Ich gehe ganz Erfolg. Ich flüstere dann, Eldan, das zeichnen wir uns alles auf und merken uns das. Natürlich. Das holen wir uns alles noch. Natürlich, ich habe bereits eine Zeichnung angefertigt. Ich habe den Stein unter anderen Steinen versteckt, damit ihn niemand uns vor der Nase wegschnappt, sozusagen. Wunderbar. Ja, ich suche mir einen besonders schönen Erinnerungsstein raus. Ja, Iserun kann derweil ja schon mal mit der Quadriga vorfahren, wenn sie möchte. Kann sich da ein bisschen Luft machen. Noch irgendjemand, der draufsteht, oben auf der Quadriga? Ja, ich werde Iserun nicht meine Quadriga fahren lassen. Ich habe sie aufpacken sehen, das reicht. Was? So? Egal. Komm, Fahrzeug. Ich würde bei 0, gib's zu. Was? Bist du nicht auf deinem eigenen Pferd, Jalan? Nee, das reite ich. Achso, du hast das Turnierpferd von Jalan. Gut. Hallo, ich habe immerhin zwei. Irgendjemand muss ja wohl das Fahrzeug lenken. Ja, mach du mal. Die ganze Zeit, ich mach Licht. Ich würde die Kutsche schon mal langsam noch anrollen lassen. Also. Ja, also du kannst dann nach hinten mit der Kutsche, kannst dann auf Boltax warten, der sucht sich dann noch 5 Minuten lang den hübschesten Stein aus. Lass schon rollen irgendwie. Da muss er hinterherlaufen. Also ich würde auch bei Boltax bleiben, weil der weiß, wo der Weg lang geht, da können die ruhig vorfahren. Ja. Spannend. Oh. Schau mal, Eltern, ist der nicht... Oh, ich kann mich nicht entscheiden, welcher jetzt. Ihr könnt auf alle Fälle hören, wie sich die schwere Quadriga dann von euch entfernt und auch das aggressive Raunen von Iserun mit Jalan oder mit Asavo dann so leiser und leiser wird. Ihr könnt sehen, wie Kiaras wohl nebenher reitet mit dem Turnierpferd von Jalan und verschwinden dann erstmal in der Dunkelheit, was euch allerdings erstmal nicht kümmert. Könnt dann noch genug Zeit damit verbringen,
einen richtig schönen Stein auszusuchen, das Ganze zu kartografieren und dann könnt ihr wieder dem Wagen von Abelmir daher setzen und euch dort dann hinten drauf setzen, könnt gemeinsam über diesen Stein sprechen, über die Einsprengsel, über die Einschlüsse beziehungsweise Karten dann weiter zeichnen im Lichte, was euch noch bleibt. Ja, irgendwann können die anderen erkennen, wie eine riesige Eisenwanne sehr länglich dann sich von der rechten Seite entlang schlängelt über riesige Pfosten aus Eisen, die dann euch entgegenkommen und die dann neben der Straße, wenn man sie so nennen kann, also neben diesem Bergwerkstraße, neben dem Stollenstraße, schlängelt sich dann diese Eisenwanne heran, 10 Meter breit, unglaublich lang, man könnte fast sagen ein bosporanisches Aquädukt, was hier gefertigt worden ist und darin fließt Wasser und zwar unglaublich viel, fast wie ein Fluss, der jetzt sich irgendwie von oben ergießt. Ich kann auch einige kleine Eisbrocken oder sowas erkennen, also vielleicht von der Schneeschmelze, dann über viele, viele Kilometer, über viele, viele Meilen dann von oben nach unten transportiert, noch einige Brocken mit Stein darauf, also vielleicht irgendwie so eine Auswaschwanne, wo auch immer die hinführen wird, aber wenn ihr dann weiter reitet auf eure Quadriga, sicherlich viele Meilen, die euch dann dieser Fluss begleitet, biegt diese wieder ab. Gab da wohl so ein kleines Mühlrad, was da wohl auch angetrieben worden ist, mitten im Berg, bis ihr dann vor einem großen, vor einer großen Eisenpforte stehen bleiben müsst. Verschlossen. Nun. Na toll, schon wieder so ein Tor. Nehmen wir uns das einmal an. Es wird wohl sicherlich nicht im Berg nochmal mit einem solchen Rätsel gesichert sein. Vielleicht sitzt du dann ab. Schloss. Schauen wir das mal an. Lass uns schauen. Ich würde auch absteigen und mal zum Schloss, zur Tür gehen, zum Tor. Mhm. Es gibt sicherlich wieder eine ganze Menge an Winden, die du erkennen kannst. Einige Winden sind kaputt. Du kannst auch erkennen, wie es wohl mehrere Portale gibt, durch die man gehen müsste. Zumindest sieht das aus wie sowas wie eine Zahl, die darauf ist. Zu deinem Ärgernis kannst du wohl erkennen, dass es eine weitere dieser Tafeln gibt. Allerdings sieht sie dieses Mal anders aus und sie ist wieder mit Angroschim-Runen aus Rogolan oder Angram verkleidet, sodass ihr wieder warten müsstet, wenn ihr keinen Übersetzer habt. Ja, wobei, Savo ist Übersetzer. Während ihr euch also diese Tafel anseht, müsst sicherlich noch eine halbe Stunde, 40 Minuten, 50 Minuten darauf warten, dass dann Abelmir mit Boltax anrumpelt. Der Wagen ist natürlich ein bisschen langsamer gewesen, aber ja, solange ihr dem Weg immer gefolgt seid, sollte das wohl kein Problem sein. Und dann trefft ihr auch auf die anderen, die dort in ihrer weißen Quadriga stehen und die große eiserne Pforte betrachten. Oh, ihr habt so viel verpasst. Boltax hat mir so viel über Steine erzählt. Ja. Wusstet ihr, dass es hier ganz verschiedene Steine gibt? Es war faszinierend. Und die konnte ihr von der Zwergenkohle genascht? Nein, die kann man doch nicht essen. Das ist doch keine Milch. Ich habe mit Abel mir eine sehr interessante Diskussion über das Für und Wider von Gewichtsverlagerungen in einer Konstruktion der Kräne geführt. Boltax, Tür, Schloss, seht es euch an. Ja, aber das ist das dritte Symbol. Wieso? Ja. Hättet ihr auf uns gewartet? Ihr müsst das dritte Symbol auswählen. Ich stelle es gar nicht in Frage, ich drücke einfach das dritte Symbol. Es ist nicht das Doppelte. Alle anderen Symbole sind doppelt vergeben. Ja, es klickt und die Tür geht auf. Warum habt ihr denn so lange gewartet? Eltern deutet auf die Zeichnungen, die darunter stehen. Ja, Asavo hatte in der Zwischenzeit, die ihr gewartet hattet, wie gesagt, eine halbe Stunde schon übersetzt, stand wohl drauf, Einsamkeit wird immer erwünscht, aber ja, es klickt, die Tür geht auf, beziehungsweise so ein kleiner Hebel, der dann erscheint, und ihr könntet dann die eiserne Pforte wieder verschlossen vorfinden, aber eine weitere kleine Tür, die sich öffnet, die ihr eben noch nicht gesehen hattet. Ja. Der Herr Pranas mag euch zwar nicht mit Eile, wohl aber mit einem Funken seiner endlosen Weisheit gesegnet haben. Wunderbar, ein Geweihter, der sich darauf versteht, über das Nachdenken zu denken. Ja. Können wir dann? Ja. Natürlich. Geht voraus. Ja, Boltax, dir ist natürlich klar, was nach den Bergwerken kommen muss. Zumindest wenn man diese Binge, wenn die von Brillantzwergen gefertigt worden ist. Es ist natürlich auch Zeit, dass man wieder schläft. Man verliert hier so ein bisschen die Zeit aus den Augen. Ihr seid sicherlich schon den ganzen Tag gereist durch diesen Berg.
Aber jetzt müssten die kleinen Stollen der Zwerge kommen. Die Familienstollen oder die Sippenstollen. Jetzt kommen wir zu dem wirklich zwergisch-kulturellen Höhepunkt, die Sippenstollen. Na, freut ihr euch? Ich sehe es in euren Gesichtern, ihr freut euch alle. Ha! Und es ist auch der perfekte Zeitpunkt, denn wir müssen jetzt ein Nachtlager finden. Es ist ja schon wieder recht spät. Ist das das? Irgendwie verliere ich langsam ein wenig die Zeit in, naja, endloser Dunkelheit und endlosen grauen Wänden. Ich wünschte, wir hätten so ein, aber mir habt davon erzählt. Wie nennt man das noch gleich? Eine Uhr. Ach, ich erinnere mich, ja. Jetzt kram ich meine Uhr raus aus meiner Weste. Ah, ich habe eine Uhr. Ihr hattet das die ganze Zeit? Ich habe sie vergessen. Verzeiht. Nun, es ist, ich gucke mal auf die Uhr. Und von euch hängt das Schicksal des Mittelreichs an. Wie spät ist jetzt? 20. Stunde. Es scheint die Sinnestunde. Nein, die Zahlstunde zu sein am Abend. Gut, also lasst es einfach rasten. Faszinierend, gut, dass wir ein Chronometer haben. Ja, sehr gut, sehr gut. Ah, das sieht sehr interessant aus.